Ah, hier würde ich gern auch noch setzen. So, genau. Den Tisch. Schon mal nach hier verschieben. Das hier durch eine ordentliche Treppe ersetzen. So, genau. Und dann kann ich ja schon mal zwei Stühle da unten hinbauen von den Kissenstühlen. Die erhöhen nämlich auch meine Zufriedenheit. Oh, dafür haben wir nicht mehr genug Holz. Hehe. Sag mal, wie viel Erz gibt's denn hier unten noch? So, das hier noch so auskleiden. Kann ich bei der Gelegenheit auch mal das Schlafzimmer fertig machen? Holzpflaster. So. Und vielleicht kleide ich das Labor unten dann auch mit Holz aus. Ein Arbeiterzwerg wird benötigt. Da ist noch mehr Turmalin. Oh ja. Euch will ich ja nicht hier unten versauern lassen. Deswegen gibt es hier noch eine Treppe. Weil egal, ob ich da eine Treppe oder eine Leiter hinstelle, kann ich dort keine Truhe hinbauen nachher. Forscher. Beleuchtung. Dann gibt es nachher Elfenschuhe und so weiter. Bessere Schuhe, Elfenschuhe. So, eine zusätzliche Holzpflanze noch. Und eine Karottenpflanze für mehr Nahrung. So. Oh, jetzt haben wir kein Holz mehr, dass wir mehr Karottenpflanzen bauen können. Was steht hier? Was am wichtigsten aber ist, dass dieser Ork-Schamane den Schatz nicht vor uns erreicht. Wir müssen die Schatzkammer vor ihm finden. Wir sollten von unserem Thron aus gesehen auf der anderen Seite des Gebiets suchen. Mal sehen, was wir hier finden. Ja. Hm. Hier hinter ist noch viel mehr Gold. Und hier unten ist noch ein bisschen Stein. Ja, das können wir dann später mit Holzblöcken zukleiden. Da ist ja noch mehr Stein.
Und wisst ihr was? Hier mache ich einfach das Labor, den Laborraum größer und gut ist. Dann kann ich da hinten um die Ecke nämlich noch einen Labortisch stellen. So, genau. Ein Labortisch. So hier hin. Ein Stuhl vielleicht oder zwei Stühle und da noch ein Labortisch. Ja, dann passt das hier auch besser rein. So, ich kann die Karottenpflanze ersetzen. Oh. Buddel ich so in den Raum drunter? Nein, das ist nicht gut. Das ist definitiv noch nicht gut. Was kosten die... Hey, ja, von denen kann ich mir zwei leisten. Oh, Mist, ich hätte aber auch den Zwerg upgraden können. Oh. Da wäre auch noch ein Raum. Naja, komm. Zu dem Raum kommen wir schnell hingegraben. Und dann würde ich gern zu dem Raum da drüben noch graben. So. Hier oben ist ja hoffentlich nichts außerordentlich Gefährliches. Nein, hier ist nur eine Gnomin. Aber die hat einen Eisenkessel, der Gold wert war. Okay. Gut. Wände kann ich noch nicht, oder? Nein. Nein, Mauern muss ich erst hier irgendwo freischalten. Das sind Türen. Tore. Da, Befestigungen. Genau, auf die baue ich ja auch gerade hin. Okay. Meine Bergarbeiter sind leider jetzt gerade alle schon am Schlafen. Deswegen muss ich jetzt gerade ein bisschen warten. Ich kann aber schon mal die zwei Stühle aufstellen, die ich hier platzieren wollte. Am besten hier und hier einen, hier so in der gemütlichen Ecke. Dann kann er auch ein bisschen noch Erfahrungspunkte sammeln. Und nee, wenn ich das richtig sehe, sind wir noch zwei Blöcke vor dem Raum entfernt. Ja. Oder so können sie da auch den Stein noch ausbuddeln. Mhm. Wir haben die Befestigung freigeschalten. Können wir jetzt auch gleich mal hier eine Steinwand errichten. Oh, und ein Schatzraum.
Elfenmauer. Elfenboden. Kann ich gar nicht verkaufen, Elfenboden. Nur den Steinboden. Ja, aber diese Tafel sieht sehr interessant aus. Aha, hier steht, dass einer von vier Mechanismen... Dass es einer von vier Mechanismen ist, die die Schatzkammertür öffnen. Lass mich einfach diesen Knopf hier drücken und... Hurra, es scheint zu funktionieren. Um weiter zu kommen, sollten wir die anderen Mechanismen finden. Sie müssen hier irgendwo sein. So, hier wäre auf jeden Fall Stein. Und Silber. Die Zwerge trainieren. Oh, ihr kommt nicht raus. Denkfehler von mir. Beziehungsweise, was heißt Denkfehler? So, jetzt kommt ihr raus. Kann ich ihn verschieben? Ja, könnte ich theoretisch. Wenn ich ihn hierher verschiebe, kann ich ihn immer noch nicht verkaufen. Kann ich ihn nach hier oben verschieben? Ja, kann ich. Okay, wo gibt's noch über mir Räume, die erreichbar sind? Ja, da würde es ein paar Räume geben. So, da ist noch Silber. Wie erreiche ich den Raum da am besten? Am besten, indem ich einfach hier nach oben grabe. Da ist nochmal Stein. So, mit Stein könnte ich was anfangen. Dekomäßig meine ich. Kann ich hier zum Beispiel noch zwei Pflanzen hinstellen. Und auch hier zum Beispiel in die Ecke zwei Pflanzen. So. Alles für die Beliebtheit. So, und für den Stein. Für die Zwerge. So. Manchmal bin ich schon wieder einen Satz zu weit. So, hier wird schon mal alles in Stein ausgehüllt. Denn das hier wird unsere Schatzkammer. Und hier könnte ich auch fast schon solche großen Säulen aufbauen. Hey, ja. So links und rechts vom Eingang, dass das ein bisschen imposanter aussieht hier. Kann ich hier so eine große Säulen aufstellen? So. Der ist jetzt müde geworden. So, das war's hier unten. Oh, du kommst gar nicht mehr zurück. So, jetzt müsstest du aber zurückkommen.
kann ich die eigentlich gleich ganz setzen, die sollen? Du bist das Unterstück, du bist das Mittelstück und du das Oberstück, genau.